Hallo und willkommen zurück, liebe Subnautica Below Zero-Freunde, hier auf dem Channel und hier mit einem weiteren Guide. Heute soll es um die Jukebox und die Modifizierungsstation gehen. Wir befinden uns heute hier an dem Anleger der Station Delta. Die droppt relativ früh, sobald ihr euch so ein bisschen von eurem Rettungskapsel wegbegebt. Und da sind wir jetzt hingeschwommen, ungefähr 600 Meter oder was sagt der genau? Ja, 620 Meter hier im Norden der Karte und stimmt gar nicht, im Süden, Entschuldigung. Südlich von eurer Lebenskapsel. Mir ist gerade etwas kalt, von daher springe ich nochmal ins Wasser und dann begeben wir uns einfach mal auf die Spitze des Eisbergs hier. Ich bin zu blöd hier hochzuspringen, dann eben anders. Und schauen mal, wo wir hier unsere schöne Modifizierungsstation und viel wichtiger die Jukebox finden. Dafür einmal hier in die Höhle. Ich bin jetzt leider bei Nacht da, das soll uns aber nicht weiter stören. Denn mit der Taschenlampe ist das völlig ausreichend. Und gehen hier einfach einmal die Insel hoch. Ziel ist es einfach bis hoch zur Station Delta zu kommen. Dafür geht es hier einmal rechts. Ich muss ehrlich sagen, die Stimmung in diesem Game ist richtig cool. Guckt euch das jetzt mal an. Das ist der Hammer, jetzt ist Sonnenaufgang. Also bis jetzt, ich bin wirklich begeistert von dem Game, muss ich sagen. Grafisch macht's was her. Handling ohne Probleme. Macht wirklich Spaß. Also, absolut cool. Nehmt was von der Pflanze da hinten mit, die ist auch nicht schlecht. Und jetzt bin ich falsch gelaufen. Vor lauter Pflanze. Ihr bleibt hier in dieser kleinen Höhle und geht hier einmal um diesen Block rum. Ihr habt hier diese kleine Station. Und dann geht's hier hoch. Hier wird es eine kleine Cutscene geben, wenn ihr das erste Mal da seid. Und dann ab auf den Gipfel, passend zum Sonnenaufgang hier, die kleine Station. Hier einmal die Tür aufmachen. Zack, rein geht's. Und schon haben wir die Jukebox gefunden. Bam! Datenbank freigeschalten. Nehmt die Kaffeemaschine mit, wenn ihr sie noch nicht habt. Und generell solltet ihr hier auf der Basis alles scannen, was es zu scannen gibt. Ihr seht, reichlich. Und das schadet wirklich nicht, später für euren eigenen Basisbau das alles mitzunehmen, was geht. Ihr seht, wir schalten hier einen Bauplan nach dem nächsten frei und hier auch die Modifizierungsstation für euch direkt freizuschalten. Nehmt das Bett mit, nehmt Fenster mit und so weiter, beziehungsweise Poster mit. Alles, was es hier zu greifen gibt, sammelt es ein und ihr werdet euch freuen, wenn ihr dann später eure eigene Basis baut. Generell hier ein wichtiger Punkt für eure Story auch und ihr seht hier auch noch eine kleine Datenbox, in der dann der Scannerraum zu finden ist. Ich hoffe, das bringt euch weiter bei Subnautica Below Zero. Wenn ja, abonniert den Channel, lasst ein Like da und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.